Muss gleich nochmal fragen. Decided you'd like some tires after all? Ich habe diese Stimmzettel. You do? Splendid. The next step is getting some support in writing. I don't expect you to ask every person in Eastminster on my behalf. But if you can convince enough of them, I'll accept my role as official leader. Also vielleicht 5 Leute? Surely you must be joking. We'll need more than that. If you can secure support from a lot of respectable community figures, I'll see what I can do my side. Ich weiß gar nicht, warum wir das jetzt machen. Also, ich brauche jetzt 104 Unterschriften. Ja, easy. Husten mich nicht so an, dreckiges Kind. Hey there. Werden Sie Tobi jetzt offiziellen Anführer von Eastminster unterstützen? So that's what those ballots are for. Hmm, I can't think of anyone else who'd be better suited. So sure. Hm, 1 von 104 Leuten. Sehr gut. Huh? Howard. Evening. Yes? Yeah? Can I help at all? Werden Sie Tobi jetzt offiziell und bla bla bla? Toby? He's a bit meddlesome, isn't he? Ugh. I guess it's only because he cares. I suppose he's all right. Okay, I'll sign. You down a trade? Was handelst du denn? Have a look. Bis später, tschüss. Okay, der eine war schon mal buggy, der wollte nicht mit mir reden. Oh, in der Schule ist auch jemand. Kampf gegen das Wasthaus. Wollen wir gleich nochmal von draußen lesen. Oh, hallo. Abigail Bruner. Hello. I'm Miss Abigail Bruner, the school teacher in Eastminster. Bist du der einzige Lehrer hier? Yes, it's just me. Occasionally parents will volunteer to help out. Usually they don't have time, though. Hm, ich bin hier, um Unterschriften zur Unterstützung von Toby zu sammeln. Toby? I know Toby. He's the chap always going on about tires. Why does Eastminster need an official leader, though? Things have been improving since the fifth column moved in. Eastminster verdient eine eigene Stimme. I'm not sure if that's true, but I'll sign for Toby. However, I need you to do something first. I've been going over the great buildings of London in class and would love to show my students Somerset House. The thing is, a group of hooligans recently claimed it as their own. If you'd be so kind as to deal with the situation for me, I'd be happy to endorse Toby. Was ist Somerset House? Menschen für einen Schulausflug ermorden? Klar. Oh, when you put it like that, it sounds terrible. But remember, you'll be doing a service in the name of education. Das ist Somerset House. You've never been to Somerset House. Where were you educated? It's a gorgeous neoclassical building with a beautiful sprawling courtyard. Oh, do go take a look. If not for the children, for yourself. Oh, I do hope you're successful. All I can hear are my thoughts. Weird. Ah,
Verdammt, wo war die Safe Lady? Verdammt. Schön, dass mir die Gegner auf die Entfernung angezeigt werden. And what do you want? Ich möchte deine Geschichte erfahren. My story. Well, there ain't much to tell. Dad was a gentry paper pusher. I never met my mum. Decided one day I was sick of the bullshit and left. Wanted to live like a person, you know? Was machst du beruflich? I'm a scavenger. Damn good at it too. And what do you want? Toby? The tire seller. Well, his tires are fairly priced, sure. Why not? Er verkauft halt günstig Reifen, deswegen unterstütze ich ihn. Sehr gut. If you're buying, I'm sick. Do you need something? Wenn sie Toby ist, bla bla bla. Yeah, cool. Whatever you want. Okay. What can I help you find? Just what you're looking for. Laborbekittel für Kinder. Until next time. A proper tool for a proper job. Jetzt ist er kleiner Arzt. Hello and welcome to Griffith's Sale. You've arrived just in time. This gorgeous number was created by an unknown but clearly talented designer. As you can see, the stitching is reminiscent of works from an earlier era. Let's start this off at 20 tickets. 30 tickets. 40 tickets. Do we have a bid? I suppose I've always thought of him as the leader anyways. Sure, why not? Aber was wollt ihr mir jetzt hier verkaufen? Hello and welcome to Griffith's Sale. Step right up and have a look. Nee, nicht ins Wasser hüpfen. Londoner ganz böses Wasser, nicht berühren. Was denn für Gratisfutter gab's bei dir? Huh? Hi, how are you? Yes? Er ist irgendwie too busy. Naja, wir haben ja fast alle Stimmen zusammen.
fish and tarberries. Fresh tarberries. Isn't Toby already the leader of Eastminster? Und dann verscharren, ja. Nicht offiziell. Well, Toby's a good man. Sells great tires. Sure, I'll sign. Ah, sehr gut, wir haben fast alle. Yes? Wenn sie Toby als Boss von Eastminster unterstützt. Maybe if Eastminster had an official leader, things would finally change around here. Sure, I'll sign. Gut. Noch knapp 100 Leute. What's up? I knew Toby from the Good Samaritans. I know he wants what's best. Don't know what difference having an official leader would make, but sure. I'll endorse Toby. If you're dining, please take a seat. Or you can order drinks at the bar. Oh, I adore Toby. Such a nice chap. He always orders food when he comes in. He sees the potential of this place. It could be so much more than a watering hole. I'd love to sign for Toby, but I need a favor first. If this place is ever going to be more than a pub, I need to serve more than just fish and chips. I saved up and put a food order in with Marley and Wilma, but it still hasn't arrived. Would you go and check on it for me? Ah, ärgerlich. Are you mad? 400 tickets for a measly pistol? It's not just a pistol. If you knew anything about guns, you'd know that. I know more about guns than you do. This conversation is over. Buy or leave. And you believe that guy? What a rip-off! Würdest du hier Tobi unterstützen? Sure. Can you believe that guy? What a rip-off! Jetzt redet der Jorin neben mir. Wissen Sie viel über Waffen? But I know that 500 tickets is too much to spend on a bloody pistol. The fifth column has been providing food and supplies. Don't know much about them, but I like that girl Eve. Genau, bye. Essen einfach drin lassen, mal gucken. Vielleicht ist der Hunger nachher so groß, dass es gegessen wird. Hi, how are you? Looking for anything in particular? Eastminster could use a strong leader. Looking for anything in particular? Und wo mit Toby, worum ging es? Ruggs thinks he knows more about guns than I do. I served my time in the Tommies. As an officer, no less. Can he say the same? He claims to have some sort of special training. Ridiculous. Only the best. Und zeig mal, was du für komische Waffen verkaufst. Es tut immer noch gut, diese Waffe zu sehen. Die Kettensäge. Ja, ich habe auch gerade zwei Futterarten vom selben Hersteller, aber der eine mag das lieber und der andere mag das andere lieber.
Ich werde noch nicht zu Tobi gehen. Ich werde jetzt erstmal kurz die andere Mission machen, glaube ich. Also zumindest die Leute dahinten erschießen. Ich finde, das ist das Mindeste, was ich tun sollte. Leute umbringen. Meine feiern total hier, ich weiß nicht, Premiere oder so heißt das. Das ist, glaube ich, die Eigenmarke von Fressnapf. Und davon das Vollfleischfutter ohne Weizen und ohne Gluten und so ein Bums. Ich habe alles getroffen, nur ihn nicht. Thank you.
Also, jetzt können wir erfolgreich zu der Lehrerin zurückkehren und eine Familie gründen. Rohe Waffe. Ja. Kann man noch zubereiten. Des Killers. Weniger Schaden durch Menschen. Als ob wir einen Panzer öffnen würden. Sprich im Mali über die verlorene Lieferung. Gehen wir jetzt ins, an den Abwasserkanal? Ich denke. Seven Days to Die Cosplay Showcase. What? Thanks for that one, Sergei Nice. Much appreciated. This next one is another Seth Bentos classic. Okay, 100 Meter in die Richtung irgendwie. Wehrpflichtiger. Das ist der Hass auf Hasen, dank uns Human. Wie soll ich denn sonst in die Abwasserdings kommen? That's rich. The way your mum goes about, you might well have several.
It means your mum would shag a Roger if it let her. You take that back, you sod! Roger Spawn! Roger Spawn! Stop it! Roger Spawn! Roger Spawn! Roger Spawn! Roger Spawn! Get back here! You're such a cunt face, Ronnie boy! No, you're a cunt face! Cunt face! Cunt face! Lily up. Ah, the merriment of young human spawn. Shame about my worm supply, though. I was doing well out of them. Bist du ein sprechender Fisch? Very observant of you. If it helps your suspension of disbelief, you can assume you're having a psychotic fit. Taken too many chems lately, perhaps. Or too few. Meine Wahrnehmung ist halt richtig kacke. Okay. Fisch, du hast mich überzeugt. Marvelous. I am looking to procure some alluringly tasty fish. I understand your Fesco providers stock a particularly fine range of sardine tins. An extra large tin, please. Warum eine extra große? Because every little helps. Ist doch irgendein Ghoul oder so, der da unter Wasser hockt und die Leute dann mit Fisch abzieht. Hier in die Kanalisation komme ich hier nicht. Hm. Ist einen anderen Zugang? Also es muss ja irgendwo einen anderen Zugang geben. Du bist also Bank. Genau, und das ist die andere, wo irgendwas geklaut wurde. Der Karte glauben kann, kann ich hinten drum rumlaufen. Rule Britannia, Britannia, rule the waves. Britons never, never, never shall be slaves. You need anything? Ist das ein Gefängnis? Quarantäne. I'm here to serve. Aber warum sind die in Quarantäne? You lost. Tickets get dropped all over. Keep an eye out. Warum sind denn die da eingesperrt? Einfach Schnitzel, wunderschönen guten Morgen. Wie geht's? Oder Mittag oder Abend oder Nacht. Ich bin für alles. I wish I could meet the Queen. Zu haben? Könnte besser sein, aber schlimmer geht's immer. Eieiei, gute Besserung oder so.
Schön. Welcome, welcome. Händler Ken. Womit handelst du, Beach? Until next time. Wir sind gerade, ja, wie man sieht, in London unterwegs und versuchen hier gerade so einem Typen zu helfen, Bürgermeister zu werden von dieser Siedlung, die keinen so einen richtigen Anführer hat, und wir helfen jetzt einem Reifenhändler, Bürgermeister zu werden. Denn alle finden ihn anscheinend auch ganz toll. Wir sind gerade dabei, Unterschriften zu sammeln. Wir brauchen irgendwie über 100, wir haben 11. Und prinzipiell, ja, ich war jetzt auch selber 4 Tage weg, 5. Ja, das ist gerade so das, was wir machen. Ja? Yeah? Oh, gucken wir mal, wo das hinführt. Wir wollen selber erstmal wieder so ein bisschen in die Story kommen. Wir haben von am Anfang eine Hütte aufgesucht für eine Nebenmission, wo es wohl um Cthulhu geht, und wir haben einen Beschwörungskreis gefunden, aber wir benötigen noch 11 Cthulhu-Kuscheltiere, um effektiv die Mission weiterzumachen, und die finden wir hoffentlich so im Laufe der Erkundung. Fresh corn, semi-fresh carrots, old squirrel bits. Was ist zwischen ihnen und Fredericks Vater passiert? Stimmt, die haben irgendwie Waren geklaut. What? Who told you about? Never mind. It's none of your business. Do you want Squirrel Bits? Es ist Fallout London, also es ist eine Fanmade-Mod. Ist halt Fallout. Cthulhu sind ja süße Puppen. Was ist mit der Bestellung passiert, die Magna bei ihnen aufgegeben hat? Yeah, about that. I don't have it. We've barely got enough water to drink ourselves and the crops are thirsty. They ain't growing. You heard what I'm selling? Scraps. Du hast einen Deal gemacht. I make a lot of things. Your point? Yeah, yeah, I suppose you're right. I don't have everything she put in for, but here, this is all I have. Sehr gut, wir haben die Lieferung bekommen. Ja. Also ist Fallout in Europa, quasi in London. Ist eine hundertprozentige Total Conversion, also oder beziehungsweise eine komplett eigene Mod. Spielwelt riesengroß und wir sind heute in London unterwegs. Mit fantastischen Synchronstimmen, sowohl auf Englisch, Deutsch und mit französischen Akzenten und englischen Akzenten und deutschen Akzenten und deutschsprachigen Synchronstimmen, englischen Synchronstimmen. Mehr haben wir tatsächlich noch nicht gehört an Sprachen. Außer Deutsch und Englisch. Und die waren beide Synchronstimmen schon sehr gut. Eastminster Slums. Okay. Nationalgalerie. Uiuiui. Wenn es hell ist, sieht man auch ein bisschen mehr, dass es halt Fallout ist. Und vor allen Dingen auch durch die Monster. How are those endorsements coming along? Ich habe 11. Let me have a look. It appears there is a consensus. I am officially the leader of Eastminster. This calls for a speech. Er wollte doch 106 Unterschriften haben. Die Rede hält er jetzt nachts.
Hier, ich wollte aber noch mit der Lehrerin quatschen, denn ich habe ja ihre Mission gemacht. Aber schön, dass die Leute jetzt alle nachts hier hinkommen und sich seine Rede anhören. Minister asked Toby the Tireman to be their official leader, and I accepted. It is with great honor that I stand before you today. Eastminster deserves a voice, and I am proud to be it. Just as I am proud to announce the return of the Good Samaritans. No longer will we be dependent on the charity of others. Together, we will forge a new Eastminster. Yeah. I wanted to thank you again. This wouldn't have been possible without you. Und sie wollen mit wollen meine Hilfe beim Neustart? Yes. A few of the original members are still around. And there's a few new people that I think might be interested. Here's a list. Would you speak to them and see if they're game? Thank you. Seriously. Looking for good deals? The best deals in London town. Gummi, ja, weil er Reifen verkauft. Macht Sinn. Sia. Es könnte auch gerne wieder hell werden. Stanley Brown. That was some speech, wasn't it? Ja, war eine heftige Rede. Wirst du dich dem barmherzigen Samaritan anschließen? Me? I'm a former Tommy officer. Doubt they'd want me to. Und Toby hat speziell nach dir gefragt. Did? Well then, report my acceptance. Stellt er sich hier quasi seine Regierung zusammen. So, wo ist die scheiß Schule? Ich meine, wo ist das wichtige Bildungszentrum? Wir müssen der Lehrerin ja jetzt sagen, dass sie einen Schulausflug machen kann. I'm in. In was? I heard Toby's speech. He's bringing back the Good Samaritans. It's a beautiful day in Eastminster. Boah, dein Gesicht sieht auch aus, als ob du schon bessere Tage gesehen hättest. Nee, das ist das Pub. Das ist fast wie eine Schule, nur anders. Alle Wege führen zum Pub, habe ich das Gefühl. Das ist Medizin. Ich werde die Schule nie wiederfinden. I'm just delighted for Toby. Me? But who were great new visitors? Oh, well in that case, sure. I love being part of groups. Das ist schön, dass sie Teil von Gruppen ist. Gerne. Did you see Toby up there on the steps? Me? Oh, no. I'm joining the Pistols in Camden. I'm not exactly good Samaritan material. Ich denke schon. You don't know me. Did you see Toby up there on the steps? Well, I thought it sounded pretty good. Because, have you seen me? I look like them. I do suppose that's pretty superficial, though. Shit. Maybe you're right. All right. Fine. Count me in. Willkommen zurück.
So, die Samariter. Einer fehlt noch. Ist die Schule noch markiert? Nee, die Schule ist nicht markiert. Wo ist die doofe Schule hin? Ist doch nicht so groß hier. Kind, wo ist die Schule? Ich will von der Lehrerin noch eine Belohnung haben. Da oben ist der letzte, okay. Ach, guck mal, wir sind schon wieder am Pub. Schule. Did you have any luck? Ja. Splendid. Oh, thank you so much. I know the kids will really appreciate it. Here's that signature you asked for. And this is for you. I hope it brings you luck. Do you hear that? When nothing's making a sound, everything's hiding. Hello. I'm Miss Abigail Bruner, the school teacher in Eastminster. Unterrichten Sie alle Kinder? Just about. All but Darius and his little gang. Kommen Sie ursprünglich von hier? I'm not, actually. I was born in Westminster, if you'd believe it. However, my dad was not. He was from outside the walls. Unterrichten Sie gerne? I like it enough. Entschuldigung. I'd like it more if I had some help. And maybe some money. Oh, but the kids are sweet, though. See ya. Gut, irgendwie habe ich von dir nichts bekommen. Oh, da ist ein Tape. Test ending numero uno. Thank you for assigning me this project, Mrs. Bruner. It's been a journey of discovery, compassion and understanding. I hope my work does justice to the stories of the people who call the Eastminster slums their home. This was Little Willie Reagan Hartshorn, signing off for now. Until next